Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit dem Thema altgriechische Dichter und Philosophen. Los geht's! Dieses Video wird präsentiert von ja, Dominik Reindl, vielen, vielen lieben Dank für deine Donation und deine Unterstützung. Und an alle anderen, setzt die Glocke rein, haut ein Abo raus für uns. Und wenn ihr das schon getan habt, teilt das Video. Ja, beginnen möchte ich heute mit einem kleinen Videoausschnitt vom Cardano-Gründer Charles Hoskinson. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, er hat Folgendes gesagt. I've heard rumors that the Ripple case will be settled December 15th. And we'll just see. And that could have catastrophic implications for the industry. Ging natürlich viral auf Twitter und auch bei YouTube und ich schließe mich da an und möchte diese ganze Geschichte jetzt von meiner Seite her beenden mit einem Zitat von Homer. Doch wir horchen allein dem Gerücht und wissen dadurch nichts. Okay, weiter im Text. Christine Lagarde hat ein sehr interessantes Video veröffentlicht, das auch offiziell auf der EZB zu finden ist. Und zwar spricht sie über Veränderungen, über On-Demand-Liquidity und über Dinge, die ich aus den Zeilen heraus höre, die nicht so sonderlich prickelnd für die Wirtschaft ist und vor allem hier nicht in Europa. Begonnen hat sie dieses Video mit der Aussage oder zitiert von Liquidity Mismatch, was jetzt bedeutet, dass wir hier wohl ein ganz böses Problem bekommen mit Liquidität. Dann ist sie noch einmal darauf eingegangen auf On-Demand-Liquidity und ich als XRP-Hodler sage euch ganz einfach, wie ich das sehe, dieser Begriff kommt nicht von ungefähr. Die EZB wird mit Ripple arbeiten, um den europäischen digitalen Euro hier zu transferieren bzw. mit denen zu arbeiten. Es ist für mich zweifelsfrei. Weiter. Dann kam noch eine Aussage von New Sources of Financial Stability Risks. Was bedeutet, dass wir neue Gefahren haben, wenn es um unser finanzielles System geht. Und da möchte ich mal schnell drauf einhaken. Neue Gefahren durch was? Durch Überschuldung der Welt, durch Überschuldung der südeuropäischen Länder. Auch da ein kleiner Fingerzeig auf die Situation und natürlich die katastrophale Zinspolitik der EZB. Ob das nun Anleihekäufe angeht, ob das diese Niedrigzins und Inflation ist nur vorübergehend etc. Diese bösen Aussagen, die Christine Lagarde selber ja getätigt hat. Und jetzt kommt sie an einen Punkt, wo sie merkt, es geht so nicht mehr weiter. Wie gesagt, Pest oder Cholera, ich habe da schon Videos gemacht, ihr kennt die wahrscheinlich. Wenn nicht, schaut da mal hier rein, da könnt ihr das Video nochmal angucken, in welchem Dilemma die EZB momentan steht. Dann geht sie relativ schnell ein auf Crypto-Assets und dann nochmal sehr stark betont Bitcoin, das innerhalb eines Jahres 75% seines Wertes verloren hat. Ja, und natürlich FTX-Debakel mit 32 Milliarden verbrannten US-Dollar. Hier hat die EZB mal wieder gegen den Bitcoin geschossen, gegen das älteste Krypto, das wir ja kennen. Und hier sehen wir wieder die Gefahr und die Angst für die EZB, denn die Menschen dort möglicherweise ohne das althergebrachte Finanzsystem, also ohne EZB, ohne Bundesbank, hier ihre Gelder schützen können über Bitcoin, um sie auf den Ledger zu ziehen und dann hat da niemand mehr Zugriff drauf, auch eine Frau Lagarde nicht. Dann natürlich nochmal der Hinweis auf Mika, dass das ein Vorreiter sein soll, kann, wird für die komplette Welt, um Kryptos zu regulieren. Vielleicht auch ein kleiner Wink Richtung USA und die SEC. Dann sagte sie allerdings etwas sehr Interessantes. Und zwar, ich zitiere jetzt, Implementation is a few months or not a couple of years, unfortunately. Das bedeutet, dass diese Implementierung von Kryptos in ein paar Monate oder leider Gottes unvorteilhafterweise erst in ein paar Jahren stattfinden könnte. Sie macht darauf, meiner Meinung nach, ganz klaren Hinweis darauf, dass das CBDC der EZB kommen wird und dass das dann weltweit natürlich noch mit anderen Märkten, wo das noch nicht reguliert ist, sauber, dass das dann natürlich ein bisschen zu Komplikationen kommen kann.
was auf uns natürlich jetzt insgesamt auch wieder einen Einfluss haben wird. Denn sie weist natürlich auch darauf hin, dass nicht nur Kryptos reguliert werden müssen, sondern die Implementierung natürlich auch mit dem herkömmlichen Bankensystem vonstatten finden muss. Und das dauert natürlich seine Zeit. Und je schneller da die Banken und die einzelnen Bundesbanken der Europäischen Union da dabei sind, desto einfacher wird es sein. Und desto mehr regulatorische Klarheit im Sinne der EZB wird dann stattfinden. Ich denke über CBDCs nicht sehr positiv, ganz und gar nicht, denn es wird uns alle Gläser machen ohne Ende. Die werden dann sehen, was wir, wann, wofür, weshalb kaufen werden. Und das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, die, glaube ich, kein Grundgesetz jemals bedacht hat. Dann redet sie noch weiter über die Überwachung von Lending und Staking. Sie sagte selber, dass sie darüber keine Ahnung hat, aber wir wohl in Kryptorianer, wir wissen das, wir kennen das. Okay, auch hier wieder die Angst der EZB, wo geht das Geld hin? Was bekommen die? Haben wir davon Vorteile? Die Anonymität, die Dezentralisierung, sie spricht ja auch DeFi an, hat natürlich für das altherkömmliche System natürlich schon ein paar Gefahren. Denn wir würden finanziell freier sein als jetzt, beziehungsweise wir würden die Freiheit, die wir jetzt noch haben, behalten. Und somit kommen wir dann zu einem Zitat, das sie genannt hat. Und das ist hochinteressant. Das bedeutet für mich, wir haben hier einiges im Argen und da kommt einiges Böses auf uns zu, wie anfangs gemeint. Und zwar hat sie den griechischen Philosophen Heraklit zitiert mit der Aussage, there is nothing permanent except change. Es gibt nichts Sicheres außer die Veränderung. Dann ging sie noch den einen Schritt weiter, der dann meine Befürchtungen noch manifestierte. Und zwar sagte sie, unsere Ära jetzt, die mehr und mehr definiert werden wird, wegen Schocks in unserer Wirtschaft. Dann brachte sie noch ein paar Äußerungen hin, die ich mir dann niedergeschrieben habe. Ich lese die jetzt einfach mal vor und lasst die mal bitte auf euch wirken. Wechsel ist die Wurzel, die wir brauchen, für ein starkes Finanzsystem, das ihr übrigens an die Wand gefahren habt, liebe EZB. Und anpassungsfähige Vorgesetzte, EZB, sprich Zentralbanken. Diese müssen fähig sein, schnelle Veränderungen und die darauf folgenden Schocks verarbeiten zu können. Das bedeutet, wir werden hier, oder es sind Veränderungen im Gange und die EZB wird es stemmen. Also wie gesagt, wieder CBDCs. Ich bin da sehr überzeugt davon, dass das unglaublich schnell eingeführt wird. Wir dürfen nicht vergessen, im März 2023 beginnen eben die ISO-Überweisungen, ISO 222. Und da mit im Zuge dessen, ja, das ist ja nur das Messaging, was steht da drin, aber das wird der erste Schritt sein eben für die Überwachung bzw. die Kontrolle der Überweisungen. Was dann natürlich unter Verwendung von CBDCs natürlich ein Zuckerschlecken für unsere Obrigkeit sein wird. Dann ging es noch weiter. Unvorhergesehene Krisen. Kamen oft von unbeobachteten Risiken. Sie, ich weiß nicht, was Sie da... Schaut in den Spiegel, liebe EZB, ja, Risiken sind da. Und wenn man dauernd immer nur versucht, Schulden anderer Länder eben zu minimieren oder abzufedern durch eine Nullzinspolitik, wie jetzt gerade bei den südeuropäischen Ländern, dann ist es nun mal fahrlässig, es ist grob fahrlässig, vor allem für die Länder, die dann eben richtig schöne größte Nettozahler waren. Ich nenne jetzt hier ganz deutlich die Bundesrepublik Deutschland. Klammer auf, bin ich froh, dass die Bundesbank so viel Gold gekauft hat? Denk mal drüber nach. Die während der Zeit wuchsen, also die Risiken, die nicht beobachtet waren, die während der Zeit wuchsen und sich dann materialisierten bzw. verwirklichten. Also diese Schulden kommen da raus. Ich darf jetzt nur mal erinnern an die 80 oder 85, ich habe jetzt 85 Billionen Dollar gehört, die nicht bilanziert in irgendwelchen Büchern stehen, wegen Devisenswaps. Poh, also das wird irgendwann noch rauskommen und das wird eine ganz brutale Rolle spielen, wenn diese Schulden dann eben irgendwie beglichen werden, beziehungsweise die abgeschrieben werden müssen. Ich frage mich gerade, wie kann man etwas abschreiben, das nicht in den Büchern steht?
Ja, und dann sagte sie noch, wir müssen neue Herausforderungen annehmen und Veränderungen auch stemmen, wenn sie notwendig sind. Also auf guter Letzt hat Christine Lagarde hier nichts anderes getan als, wir haben hier richtig Kacke am Start, wir werden das irgendwie umreißen und ihr werdet dafür zahlen. Das ist es, nichts anderes. Und immer auch wieder der Hinweis zu Bitcoin, das machen die dauernd. Ich glaube, jede Woche bringt die EZB irgendwas über Bitcoin und Crypto-Assets. Auf der anderen Seite werden sie wohl mit Ripple arbeiten, denn dieser Begriff von On-Demand-Liquidity ist natürlich auch wieder so ein Punkt, der mich dann sehr hellhörig werden lässt. Ich denke euch auch. So, Fazit zu Frau Lagardes Video. Also, ich habe mir das jetzt mal zusammengeschrieben. Da könnt ihr mal drüber nachdenken oder vielleicht denkt ihr anders. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich mache ja keine Finanz- oder Anlageberatung. Ich gebe euch nur meinen Blick über den Tellerrand, über das, was ich sehe und fühle. Okay, also On-Demand-Liquidity kommt nicht von ungefähr. Wir wissen, die Ripple sitzt mit der EZB schon an einem Tisch, ebenso mit den Engländern. Dann die Veränderungen in der EZB. Einführung der CBDCs für die Bürger. Wir haben überschuldete Länder ohne Ende. Und auch da wird es einiges geben, was dann wirklich zusammenbricht, weil sich diese südeuropäischen Länder einfach nicht mehr finanzieren können. Dann haben wir auch verbundene Staaten, wie zum Beispiel die USA und hier vielleicht auch mit der SEC, dass wir Regulatorien brauchen, und zwar global, wenn wir das alles so umsetzen wollen und das nicht erst 2025, wenn die FED starten möchte mit ihrem digitalen Dollar, sondern bitte, bitte, bitte etwas früher. Dann haben wir natürlich die ISO-Implementierung, ISO 222, bin ich schon darauf eingegangen, über das Messaging und über die Überwachung dann in Verbindung mit den CBDCs. Auch hier noch ein kleiner Augenmerk, Leute, wenn die CBDCs kommen und wir kaufen dann damit Krypto, dann wissen die auch, was wir tun. Dann eben dieser Hinweis, dass wir viel mehr Regularien brauchen, wenn es um Krypto geht und nicht nur Kryptos an sich, sondern eben auch die Exchanges, denn sie ist ja auch nicht von ungefähr auf das FTX die Fiasko eingegangen. Also, dann ein anderer Punkt, wo ich dann merke, dass die EZB hier schon ein bisschen nervös wird, meine Meinung widerspricht mir oder je nachdem, das ist das Thema der BRICS-Staaten. Ich sehe hier eine absolute Umkehr der alten finanziellen Welt hin zu Enddollarisierung. Guck mal in dieses Video, ich habe da letzte Woche eins rausgehauen, da gehe ich darauf ein, dass immer mehr Länder eben vom US-Dollar weg wollen. Und dann natürlich diese wirtschaftliche Macht, die sich dann formiert ohne den US-Dollar. Und das würde bedeuten, dass viele von uns hinten abdruppen. Ja, und diese ganzen Situationen wirtschaftlich gerade, ich habe vorhin gelesen, Indien verkauft fleißig russisches Öl nach Europa. Danke fürs Gespräch. Da verdienen die auch nochmal dran, was wir an... lassen wir es. Okay, was soll's. Wir können es nicht ändern, ich kann es nicht ändern. Und jetzt ganz schnell, morgen kommt ein Video auf vielfachen Wunsch der Community, was passiert, wenn Ripple verliert. Da gehe ich morgen mal drauf ein und werde das verbinden mit dem Video von Jeremy Hogan. Da könnt ihr euch drauf freuen, das gibt's morgen. Und von mir, von Herzen, werde Zeit, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde. Ja, die sind dranblieben. Die sind alle dranblieben. Aber wenn ihr schon dabei seid, ne, abgesehen davon, dass ich die Wette verloren habe, hier guckt in die Playlist, da geht es um SEC vs. Ripple. Und hier unten, da könnt ihr ein Abo setzen.